Hey and welcome to a new video for Pilates. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit im Pilates auf der Matte. Und wir fangen hier gleich einmal in Rückenlage an. So, come down on your mat, lying supine. Your knees are bent. Füße sind aufgestellt, zieh die Wirbelsäule lang, find a long spine. Look where your chin is, where your neck is, long neck. Guck, wo dein Kinn ist, dass du einen langen Nacken hast. Your shoulder blades melt in the mat. Die Schulterblätter kommen in die Matte. Your pelvic is neutral, dein Becken ist neutral aufgestellt. Just feel your breath und dann atme tief durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Inhale through your nose and exhale through your light open mouth. Feel your belly button rise when you inhale and let it melt when you exhale. Spür, dass der Nabel, der Bauchnabel beim Einatmen sich hebt und beim Ausatmen sich senkt. And then place your nose on the ceiling. Lokalisiere deine Nasenspitze Richtung Zimmerdecke und mal mit der Nasenspitze mini kleine Kreise hier auf der Decke. So your nose is drawing little circles on the ceiling. It's a deep muscle movement, so don't use your surface muscles, but the deep muscles of your neck. Benutze hier die tiefliegende Muskulatur, nicht die oberflächliche Muskulatur. Change directions und wechsle einmal in die Richtung. So the movement is that small that somebody is looking on you rarely can see this movement. Die Bewegung ist so mini klein, dass jemand, der von außen auf dich drauf guckt, diese Bewegung schier nicht sieht. Then stop the movement, halte den Kopf wieder an. Inhaling, bring your shoulders to the ears and exhaling, bring them down. Beim Einatmen Schultern zu den Ohren und beim Ausatmen nach unten schieben. Feel your shoulder blades gliding on the mat and your hands and arms are just following. Die Finger, die Hände und die Arme, die gehen einfach hier schön mit. Then stop it, halt hier an, komm wieder neutral, come in neutral posture of your shoulders again, bring a left knee up, bring right knee up, bring deine Knie nacheinander Richtung Brust, and we're just circling our foot, our ankles, both inside, as slow and as small as you need it, or as big and fast as you can do it. It's your choice. So schnell und so groß oder so klein und so langsam, wie es für dich in Ordnung ist. Einmal hier Richtungswechsel. I hope I said change directions. Then hold it, dann halte hier an. And we're just going in flexed and point while we are raising our legs. Und dann gehen wir hier in Flex and in Point, während wir die Beine immer weiter strecken. Then hold flex position a little bit for a stretch and bend your knees again. Halt hier einmal kurz die Füße in Flex für eine kleine Dehnung und dann beugt die Knie wieder an. Maybe you want to shake them out a little bit. Hier kurz ein bisschen ausschütteln.
And then we're mobilizing our knees. Your legs are together and you're just moving the lower part of your legs and the feet. Ja, die Unterschenkel kreisen lassen, Beine sind geschlossen. Change directions, wechsel die Richtung. And then come to an end und halte deine Bewegung an, wenn du hier unten wieder angekommen bist. Place your feet on the mat again. Stell die Füße wieder auf die Matte. And you're starting for shoulder bridge and pelvic curl. So we do 5 repetitions and start very small and each time we're getting a little bit bigger. Wir gehen hier in den pelvic curl, in die Beckenkippung. Und enden nach der oder mit der 5. Wiederholung dann oben in der Schulterbrücke. Mach diese Bewegung mit der Bauchmuskulatur. So you really should work your abdominals here. And the more you lift, your glutes and your hamstrings are also involved in the movement. Und je mehr wir in Richtung Schulterbrücke kommen, desto mehr kommt dein Gesäß und deine hintere Oberschenkelmuskulatur dazu. So your knees are not falling out, but imagine like they're pulling together. Deine Knie ziehen energetisch zueinander. Atme tief ein, find your breath, inhale, and with exhale you're just tilting your pelvic. Mit dem Ausatmen Becken nach hinten kippen. Then breathe in, come in neutral, come in neutral mit dem Einatmen, and with breathing out, go a little bit more in this movement. Und mit dem nächsten Ausatmen gehst du ein bisschen mehr in die Beckenkippung. Einatmen, halten, hold it. And with exhaling, you're going down again. Mit dem Ausatmen wieder in neutral, langsam zurück abrollen. Breathe in, find your powerhouse. Atme ein, komm in deine Anbindung and exhaling, and you're now halfway of shoulder bridge. Jetzt ungefähr zur Hälfte aufrollen. Check your knees. Guck mal, was deine Knie hier machen. Look on your glutes. Schau, was dein Gesäß hier macht. Tief einatmen und mit dem Ausatmen wieder in neutral kippen and come back into neutral. Now we're doing the 4th repetition, 4. Wiederholung, noch nicht ganz. Kontrolliere deine Schultern, control your shoulders. So it's 4th repetition. You really should feel your glutes working now. You're in your powerhouse. Long neck, langer Nacken. Broad shoulders, breite Schultern, breathe in and with exhaling. Und mit dem Ausatmen kommst du wieder in neutral, finde hier wieder deine Anbindung und mit dem Ausatmen roll ganz in die Schulterbrücke. Und now you're really going into shoulder bridge. Always open your hips a little bit more. Immer hier die Hüfte noch ein bisschen mehr nach oben bringen. Tief einatmen, breathe in. And then melt back into neutral. Und dann schmelzt sie hier langsam zurück in neutral. Bring your left leg right leg up, bring dein rechtes Bein hoch, bring dein linkes Bein hoch. Your pelvic is in neutral. You're not arching here. So if you have no control of your powerhouse, bring your lower back more into connection with the mat.
but it's not totally pressed down. Also hier schön die Mitte halten. Wenn dir es in neutral schwer fällt, dann bring den unteren Rücken mehr in Kontakt mit der Matte. Breathe in, atme ein, and then roll up in C-Curve und dann komm hier in die C-Kurve aufgerollt. Your hands, you're placing them outside of your knees and you're pulling knees against hands and hands against your knees. Hände gegen die Knie und Knie gegen die Hände drücken. Ganz ruhig atmen, so still. Breathe easily. Push a little bit more. Shoulders are away from your ears. Schultern sind weg von den Ohren. Noch 3, 2 und 1. Last one and then roll down. Okay. Komm, ich hier kurz abgerollt. Atme ein. Roll wieder in die C-Kurve. Come back in your C-Curve. And now the back of your hands are pulling against the insides of your knees. Und jetzt die die Handrücken gegen die Innenseiten der Knie. Bauch hält. Hold your, find your, control your powerhouse. And really push knees against hands and hands against knees. It's without moving, you don't see any movement. Du siehst keine Bewegung, es ist eine, wie sagt man? I'm missing the word in German, I'm sorry. Mir fehlt das Wort gerade auf Deutsch. Tief einatmen, noch 3, 2, last one, and then release the pressure and roll down. Bring your knees to your breast, to your sternum. Und hier Feder mit den Knien ein bisschen gegen dein Brustbein. Guck, dass du hier im langen Nacken bist. Und dann stell deine Füße auf. Bring your feet in the mat again and push around. I want to do already some push-ups actually. Und komm hier einmal in den Vierfüßler auf die Knie. Wenn du ein großer Experte im Liegestütz bist, dann darfst du natürlich auch die ganze Plank-Position einnehmen. Mir reicht's auf alle Fälle. Hier. Now place your hands not below your shoulders, but a little bit far away. Maybe one hand in front of it, before it. Find your powerhouse. Komm hier in dein Powerhouse. Die Hände etwas weiter vorne aufstellen als unter den Schultern. And maybe you want to turn your hands a little bit inside, so your elbows open to the outsides. Eventuell die Hände ein bisschen nach innen drehen, dass die Ellbogen sich nach außen dann anbeugen. So, it should be a good feeling of sensation of control. Du solltest hier das Gefühl haben, dass sich das gut anfühlt, dass du hier gut in deiner Kraft bist. Activate your shoulders. Aktiviere deine Schultern und mit dem Ausatmen einmal anbeugen. With breathing out, with exhaling, you're going down. So it's easier to start here, like nose is in same length, same point as your fingers, and it's worse if your nose is pointing in front of it. Also hier die einfache Version ist, Nase auf Höhe, bei mir der Zeigefinger nach unten zu bringen. Anstrengender ist es hier
mit der Nase weiter wegzugehen. Noch drei. Two more. And last one. Okay, go in child pose. Geh hier in die Ruheposition. Maybe you want to shake your hands a little bit. Eventuell hier ein bisschen die Hände ein bisschen ausschütteln. Okay, that's great. I'm just switching in this position. I want you to come on your forearms. Yeah. Komm hier in den Unterarmstütz und schieb dich hier von den Fersen ein bisschen auf die Zehenspitzen und schieb wieder zurück. So it's just a movement out of your heels. You have to activate your glutes, your knees, your legs, all of your abdominals, your shoulders. Du musst hier alles aktivieren. Kniescheiben anziehen, Gesäß aktivieren, alles deine Bauchmuskulatur, Schulterblätter, Rücken. Noch drei. Two more. Last one. And come down. Great. Let's go in some exercises for your obliques. Und jetzt kommen wir hier in eine Übung für die seitliche Bauchmuskulatur für die Obliques. Bring one leg in tabletop, then the other. Stay neutral here. Bring ein Bein auf 90-90 und das andere dazu. Open your arms a little bit. Find your breath. Close your ribcage. Finde deinen Atem. Schließe dein Rippendreieck. Close your legs. Bring deine Beine aneinander. Die Innenseiten. Press sie gut aufeinander. And with exhaling, you're turning your knees on the side. And try to go as far down as possible without moving the shoulder blade. Breathing in, you're coming back. Und mit dem Ausatmen die Knie auf eine Seite senken, ohne dass dieses Schulterblatt abhebt. Also hier musst du in der Kontrolle bleiben. Mit dem Einatmen zurück. So you can stay in this position. You also can change your head a little bit. Always on the other side of the knees. And a little bit worse is if the upper leg you try to stretch. Und ein bisschen schwieriger wäre, eben das obere Bein einmal zu strecken und gestreckt zurückgehen, anbeugen, andere Seite. So it's like this. Here you lift, you extend your leg and you're going back with the extended leg. Control your powerhouse, stabilize with your shoulders, and each side one more time, jede Seite noch einmal. And then release your feet in the mat und dann einmal die Füße zurück in die Matte aufstellen und zwar mattenbreit. Open your feet as mat width apart and leave your arms where they have been und lass die Arme hier liegen, wo sie waren, nicht an den Körper ranbringen. And now we're releasing here and mobilizing our hips. You try to bring both knees
on one side to the floor and lifting one after the other. Du versuchst beide Knie Richtung Boden zu bringen und stellst dann einen nach dem anderen wieder auf. Your head is just staying central. Und der Kopf bleibt einfach mittig ausgerichtet. Find your breath. Lass den Atem fließen. And then stop it. Und dann halte an, wenn die Knie wieder oben sind. Okay, we're doing an abdominal exercise. Jetzt kommt noch mal eine Bauchübung. Okay, so first version would be you're activating here everything, then you're lifting with your arms in C curve, your upper body and your arms. Okay, then you can try to lift one foot, maybe lift it in tabletop 90-90. Control it. Okay, du hebst dich hier in die C-Kurve und wenn das ganz gut geht, versuchst du ein Bein auf die 90-90 Position zu bringen. But we want to go further. Wir wollen hier noch ein Stückchen weiter gehen. Try to extend the leg. Und wenn diese Version dir noch nicht genügt und noch ein bisschen mehr ins Schwitzen kommen willst, dann versuchst du, dein Bein zu strecken. Ideally, your arms and your leg are in parallel when you end. Im Idealfall sind Arme und Bein in dem letzten Moment dieser Bewegung in parallel. Schön hier halten. Control a lot of your powerhouse. Each side one more. Noch einmal hier. Und noch einmal hier. Und dann einmal kurz ablegen. Okay. We've done this. This is great. And finally, let's move to Side-Lying Position. Jetzt kommen wir in die Seitlagen-Position. Your feet may face the front corner of your mat. Deine Füße können hier die vordere, untere Ecke deiner Matte anvisieren. And you lengthen your legs. Your hips are above each other. Your big toes are same length. You can lay down your head, your upper arm is coming in front of you. Mach die Beine lang, große Zehen sind direkt übereinander, damit die Hüften direkt übereinander sind. Hier schön den Kopf ablegen in Verlängerung der Wirbelsäule, die Hand hier aufstellen und aktiviere deine Anbindung. Find your powerhouse and lift the upper leg. In point and flex and down. Point and flex. Also heb in point das Bein und in flex wieder nach unten. Und es geht eben hier darum, nicht zu wackeln. Don't shake your hips here, but it's about being stable. Point and flex. So with force come up and with force come down. So one side we're working more the outer part and then here. Then stay up. Dann bleib hier oben and make little circles. If you're very unstable, you might flex your lower knee. Wenn du sehr instabil bist, kannst du hier dein unteres Knie ein bisschen anbeugen. Change direction, einmal Richtungswechsel.
So the circle is very, very little, that it is very intense here. Also den Kreis sehr, sehr klein machen, damit es hier sehr intensiv ist. Noch drei, two more, and last one, und einmal ablenken. So, give it a little tap. Hier kurz ein bisschen ausklopfen. Then press up and switch. Und dann einmal hochdrücken und auf die andere Seite kommen. Wieder Wirbelsäule gerade. Die Füße hier einmal in die untere diagonale Ecke. Finde deine Ausstellung. Find your position. Your feet are in point. Find your hips. Same length of your legs. And breathing out and breathing in. Always find length in your leg. Such hier immer die Länge im Bein, damit hier wirklich alles aktiviert ist. Point hoch, flex runter. You lift in point and lower in flex. And then hold it, bleib oben and make your little circle. And this should stabilize your pelvic and your hip. And you should work here against it. And then switch direction. Einmal hier Richtungswechsel. Noch drei, two, last one. And then bend your knees and give it a little tap. Beug die Knie an und klopf hier ein bisschen aus. We might stretch this part now. Vielleicht jetzt hier einmal kurz in diese Partie ausdehnen. Cross your thighs. And then try to reach along here, the lower part of your leg, maybe even near the ankle. Also hier die Oberschenkel übereinander kreuzen und dann am Unterschenkel fassen und hier die Unterschenkel weiter auseinanderziehen. So it gives a very nice stretch in the part where we worked. So, diese Dehnung sollte genau hier gut zu spüren sein, wo wir gerade gearbeitet haben. You lift in Z-Curve. Du bist hier in der C-Kurve. Maybe you even can lower your head, but only if it feels comfortable for your lower back. Eventuell den Kopf ablegen, aber nur, wenn es sich gut anfühlt und kein Stress im Nacken oder im unteren Rücken ist. And then release und dann hier kurz lösen. And switch sides. Und dann einmal andersrum ausrichten. I really like beginning in Z-Curve. And later it's fine for me to lower the head. Always work with your breathing. Immer hier mit der Atmung arbeiten, den Atem fließen lassen. And release your stretch. Und hier einmal lösen. So then, let's end with a little cat and camel movements. Find your four-point kneeling. Lasst uns mit Katz- und Kamel-Bewegungen enden. Finde deinen Vierfüßler. Activate your powerhouse. Finde deine Anbindung. And with exhaling, you're rounding. And with inhaling, you're extending. Mit dem Ausatmen in den Katzenbuckel gehen. Bauchnabel schön nach innen ziehen. Versuch jeden Teil des Rückens gleich zu arbeiten. Geh in die Extension. Den Kopf schön mitnehmen. Versuch hier ein Gefühl zu entwickeln.
So be sure what your head is doing. It should follow the movement of the spine. And one last extension. Noch hier einmal in die Extension. And then stay neutral. So another movement of the spine is side bending. So let's lift the head, look over the shoulder, and your hip is going in the same direction. So head is going right and your hip is going right. And then switch. And switch. And switch. Look over the shoulder. Hier einmal in die seitliche Bewegungsachse kommen. Ebene, in die seitliche Bewegungsebene. Schau über die Schulter drüber und bring die Hüfte auf die gleiche Seite rüber. Noch einmal jede Seite. Each side one more time. Activate your shoulders. And then come in neutral. Komm hier wieder in neutral. Geh einmal in die Ruheposition. Go in rest position here. And find length in your arms. A little stretch for the shoulders. Find hier Länge in den Armen für eine kleine Dehnung in den Schultern. Push up again in four-point kneeling. Komm hier nochmal in den Vierfüßler. And we end with a little plank. Und wir enden hier mit einem kurzen Plank. Schultern aktivieren, Bauchbeckenboden finden. Gesäß, Knie, Fersen schieben hinten raus. Der Scheitel zieht lang nach vorne. Finger sind gespreizt, Ellbogen schauen nach innen. So, find your position here. Fingers are width, elbows, insides, look for each other. Activate your shoulders, powerhouse, your butt, your knees, your heels are pulling down, your head is pulling up, and then go in V-stretch. Und dann komm hier in den V-stretch, schieb dein Gesäß hier in den Raum. Press your hands down, press your heels down. Hände in die Matte drücken, Fersen in die Matte schieben. Powerhouse is activated. Du hältst die Anbindung. Genieß die Dehnung auf der ganzen Körperrückseite. Enjoy the stretch on the back of the legs in your back and the arms. Then bend the knees. Beug die Knie, lauf zu den Füßen. Lauf zu den Händen. So you're walking to your hands. And then you slowly can roll up. Und dann geh langsam in den roll up. Find your powerhouse. Find hier nochmal die Anbindung. Und komm in den aufrechten Stand. Now you're standing upright. Take one moment to get aware how your body feels now, how you feel now. Nimm dir einen Moment und spür einmal kurz nach, wie du dich gerade fühlst und wie sich dein Körper anfühlt. This is the end of this unit. Wir sind am Ende angekommen, diese Einheit. Thank you for joining. If you liked it, maybe you want to share it. See you next time. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne das Video weiter teilen. Genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.